Willkommen zurück zu einer weiteren Biografiefolge von Dead by Daylight, den Survivor-Charakteren. Und heute schauen wir uns die Feng Min an. Die bringt drei spannende Perks mit: Technikerin, flink und wachsam. Die Technikerin. Du bist äußerst sorgfältig und präzise im Umgang mit Maschinen. Bei einem misslungenen Reparaturfähigkeitscheck besteht eine Chance von 30%, dass der Generator nicht explodiert. Flink. Verfalle nach einem Sprung in einen Sprint mit 150% deiner normalen Laufgeschwindigkeit für maximal 3 Sekunden. Wird nur bei der Jagd aktiviert. Verursacht 60 Sekunden lang Erschöpfung. Flink kann bei Erschöpfung nicht verwendet werden. Beim Laufen erholst du dich nicht von Erschöpfung. Wachsam. Deine Sinne sind äußerst geschärft. Wenn der Killer innerhalb von 12 Metern etwas zerstört, kannst du ihn 6 Sekunden lang sehen. Dieser Effekt kann nur einmal alle 60 Sekunden aktiviert werden. Ja, spannende Perks. Deswegen, ich finde diese Perks, gerade jetzt hier bei der Technikerin, finde ich ein gelungenes Perk für Spieler, die noch nicht lange spielen. Wir haben in unserer Gruppe oft mit Spielern zu tun, die erst gerade angefangen haben oder vielleicht erst so 10 oder 20 Stunden Dead by Daylight haben. Und da stellen wir natürlich auch immer wieder fest, dass die den Skillcheck natürlich sehr oft verkacken. Das ist ja auch nicht schlimm. Das geht uns heute auch mit 1000 Stunden immer und immer wieder mal so. Aber ich finde Technikerin ein Perk, das sich bewährt, gerade wie gesagt, bei Spielern, die einsteigen und da so ein bisschen noch Mühe haben, so ein bisschen eine Dreh rauszukriegen, weil dann auch nicht immer gleich der Generator knallt. Also von daher ein Anfänger-Perk sicher, also besser gesagt, für Anfänger ein gelungenes und sicher gutes Perk. Flink. Bei einem Sprung könnt ihr 150 Sekunden ja länger, also schneller laufen. 150%, wenn ich sagen kann, für 3 Sekunden, meine Güte. Auch eigentlich ein sehr gutes Perk. Man muss hier einfach auch immer so ein bisschen aufpassen mit den Kombinationen mit Sprint Boost und weil sich gewisse Perks gegenseitig aufheben, also aufgepasst mit solchen Sprint Boost Perks, sage ich jetzt mal grob gesagt. Weil es gibt ja noch das von der Nea. Jetzt weiß ich gerade nicht den Namen nicht mehr. Wenn ihr aus dem Fenster springt, also von der Höhe runter, kriegt ihr dann auch einen kleinen Boost. Und das ist dann in Kombination, wenn ihr noch den Sprint Boost von der Mac drin habt, beißt sich das. Können sich ein oder andere schon was ein Liedchen singen davon. Flink finde ich wirklich auch ein gelungenes Perk. Ich verwende es nicht. Ich bin da eher für, wenn, dann den Sprint Boost gleich. Aber auch dieses ein Perk, das sicher gut nutzbar ist und sicher auch schon dem ein oder anderen den Arsch gerettet hat vor dem Killer. Wachsam ist auch so ein spezielles Perk, dass wir den Killer innerhalb von 12 Metern sehen, wenn er etwas zerstört. Und da sind wir wieder bei dieser Kategorie Perks. Eigentlich sollte ich darüber mal ein Video machen. Wo ich sage, 12 Meter ist nicht viel. Also der Killer legt sehr schnell 12 Meter zurück. Also ist er schon scheiße nah. Dass er da doch gerade was kaputt macht, wenn ihr da seid, in dieser kleinen Range, dass ihr ihn dann 6 Sekunden lang sehen könnt. Jetzt müsst ihr das mal logisch überlegen. Klar gibt es viele Verstecke, aber wenn ihr jetzt denkt, die Range, die ist so klein und der Killer ist so dicht bei euch, sage ich, also in 80-90% in diesem Fall, wenn diese Situation eintrifft, seid ihr so nah, dass ihr eh seht, wo der ist. Also finde ich, wenn die Range jetzt 20 Meter wäre, 30 Meter, so wie andere Perks wirklich einen echt großen Radius hätten, würde dieses Perk echt Sinn machen. Da würde ich mir wahrscheinlich echt auch überlegen, ja, vielleicht könnte ich auch machen. Aber 12 Meter, das ist nichts. Das ist jetzt wirklich einfach, das ist eine Mäusekacke. Das bringt nichts. Also überlegt euch das, ob ihr wirklich einen kostbaren Perkslot für dieses Perk verwenden wollt.
das ziemlich sicher einfach für nichts ist. Naja, okay, bin gespannt auf eure Meinung. Feng Min war ein junges Mädchen, als sie mit Computerspielen begann und war sofort begeistert. Ihre Eltern hatten nichts gegen ein paar Minuten vor dem Bildschirm, aber als die Minuten zu Stunden wurden und manchmal sogar zu Tagen, entschieden sie sich schließlich den Stecker zu ziehen und Feng Min zu zwingen, sich mehr auf die Schule zu konzentrieren. Sie fühlte sich von ihren Eltern unterdrückt, riss von zu Hause aus und verbrachte ihre Zeit fortan in Internetcafés und bei LAN-Partys, wo es keine Regeln gab. Stundenlang spielte und streamte sie und wetteiferte mit anderen um den Platz in der besten Liste. Unter den Gamern fand sie endlich Respekt. Man nannte sie Leuchtender Löwe und lud sie ein, einem angesehenen E-Sports-Team beizutreten, wo sie eine Zuflucht fand, die frei von den Irrglauben und Vorurteilen war, die sie von ihren Eltern und dem Rest der Welt zu spüren bekam. Feng Min ging an ihre Grenzen, um zu beweisen, dass sie die Beste war. Üben war für sie wichtiger als Schlaf. Sie war zu hart mit sich, schlief zu wenig und ihre Leistung begann abzunehmen. Sie begann zu verlieren. In der Nacht lag sie wach, gequält von dem Gedanken, ihre Eltern und ihre Fans zu enttäuschen. Sie verlor die Kontrolle und verfiel in ein Muster der Selbstzerstörung. Sie begann, die Straßen und Bars unsicher zu machen und wachte an Orten auf, an denen sie sich nicht erinnern konnte. Eines Tages wachte sie an einem ganz anderen Ort auf. So fand sie den Weg, Spark of Madness, ne? Mit diesem DLC kam sie nämlich zu Dead by Daylight. Das war die Biografie von Feng Min. Gerne alles in die Kommentare, was ihr davon haltet, von ihren Perks. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Biografien der Dead by Daylight Survivor Charakteren. Bis dann. Tschüss.